ein Videobeweis. Ich laufe in die falsche Richtung, oder? Ja, egal, ich stecke hier nochmal kurz das Gelände. Der Little Bird steht auf jeden Fall noch oben auf dem Dach. Schon mal ein gutes Zeichen. Wir brauchen nur noch zwei Glasscheiben, ne? Ich gehe jetzt gerade in die Polizeistation. Bitte ein 17-Magazin. Nicht erschrecken, ich bin jetzt auch gleich an der Polizeistation, ne? Also, ich bin, dass der hier rumläuft. Sagen Sie mal, Stanak, Alter, das geht mir so auf den Biss. Ach, hier ist doch eine Tankstelle, Alter. Kann man hier die... Ja, die sind kaputt, ne? Hier kann man nichts auffüllen. Ah, scheiße. Und hier ist noch eine Fuel Can, Alter. Wenn du gleich aus der Tankstation rauskommst, nimm mal hier die Fuel Can noch mit, die Jerry Can. Ja, Moment, ich hab hier ein bisschen Trouble mit ein paar Zombies. Alter, in der Polizeistation spawnen einfach 10 Millionen Dosen, aber nicht eine Waffe. Ich schmeiße jetzt ein Camping-Tent weg, ja? Wenn du das gleich mitnehmen willst, kannst du das in deinen Rucksack packen, aber wir haben ja zwei Stück. Was wirst du längst schon machen? Wo bist du überhaupt? Ich bin in der Tankstelle, da steht noch eine Jerrycan. Also, okay. Ne, nee, nicht rausweisen. Klaus Beck, wie kann ich dir jetzt in meinen Rucksack reintun? Ah, hier steht hier eine Jerrycan und ich kann ihn wieder nicht nehmen, oder was? Scheiß verbuggtes Tech Jerrycan. Ah, jetzt. Jerrycan da rein. So. Dann. Ah, ne, Jerrycan raus. Closeback. Camping Tent raus. Jerrycan rein. Jerrycan. Ne, das war falsch. Jerrycan raus. Diese scheiß Hin- und Herräumerei, Alter, die geht mir ja sowas von auf den Sack. Mhm. Jetzt liegt hier ein Camping-Can rum, wenn du was haben willst. Jetzt habe ich 4 Jerrycans dabei. Take Jerrycan. Cool, jetzt ist die Frage, ob die alle leer oder voll sind. Vorher wäre es nichts Cooles. Das ist eine MC14 nur. Also meine Jerrycans sind alle voll. Wir könnten jetzt rein theoretisch mit 4 Jerrycans als 20 Liter den Heli schon mal auftanken. Und gucken, ob der fliegt. Alter, wie hat der mich denn jetzt getroffen? Das geht doch gar nicht, Mann. Hongo. Ich verbitte mir diese Wortwahl. Es könnten Kinder als Zuschauer anwesend sein. Die alleine durch das Schreckhafte... Wo bist du, Alter? Bist du noch da drin? Nee, ne? Ich bin hinter der Feuerwehr. Da, also neben der Feuerwehr, da wo das lilane Auto steht, in so einer Ecke. Du warst gar nicht bei der Polizeistation, du warst bei der Feuerwache oder was? Doch, ich war bei beiden. Bei der Polizeistation sind nur Dosen gespawnt, also so Soda-Cans und so ein Scheiß. Apropos Soda-Cans, ich muss was trinken. Ich stehe hinter der Feuerwache. Mit einem roten Ping. Ich nicht. So, sollen wir den Hubschrauber betanken mit den 4 Jerrycans? Ja, dann muss ich ja erstmal in deine Richtung kommen, ne? Ja, setz mal deinen Waypoint einfach da oben an dieses Industriegelände, wo die drei Schornsteine sind, da müsste der Heli eigentlich stehen. Also in der Feuerwache war nichts. Nee. Nicht. Krass, überleg mal, wie lange wir jetzt keine Jerrycans gefunden haben und auf einmal finden wir 4 Stück. Das
ist sogar die fünfte, ne? Weil die eine konnte ich ja nicht nehmen, die war ja so mega verbuggt. Ja, das war diese, nee, das war diese 20 Liter Jerrycan, die wir da auch da liegen lassen. Ey, das sind die? Ja, das war die ganz dicke, die 50 Liter oder wie viel das war, die rote. 50? Ja, die meine ich doch nicht, 20. Naja. Ja, die haben wir liegen lassen und in der einen Halle, wo ich die eine aufgenommen habe, in meinen Rucksack gepackt hatte und auf einmal war die weg. Wo ich zu dir meinte, sollst mal in meinem Rucksack gucken, ob die noch da ist. Die war auch so ultra hart verbuggt. Ich hätte wieder das coole Mountainbike. Stormtrooper. Guck mal, setz dich mal da drauf und guck mal, ob man damit fahren kann. Kennt ein Mountainbike als Driver? Ja, kann ich. Aber wow. Ich fahr gleich bestimmt einen Unfall. Gejackt. Boah, das ist voll gefährlich, Junge. Ich geh schon mal hoch zum Little Bird. War nochmal die Leiter hier vorne, ja. Hast du eine Uhr im Inventar? Mhm. Dann guck mal kurz nach, wie viel Zeit wir in-game haben. Ah, wir haben gerade mal. Wir haben 5 nach 9 in-game. Vormittags, ne? Ja. Ja, cool. Wir sind eigentlich genau rechtzeitig online gekommen. Das ist doch mal geil. Refuel. Also ich bin hier schon an den. Ah, da ist auch der Heli. Okay. Jetzt kann ich. Ich habe ihn erst dreimal refueled. Guck mal, was da wie viel Sprit. Ah, man kann jetzt auch Benzin rausnehmen, ne? Ja, ja. Krass. Ja, ich muss kurz. Okay, die drei Jerrycans sind leer, ich muss kurz die hier. Setz dich mal da rein. Setze ich jetzt mal in den rein. Oh, jetzt ist eine Jerrycan weg. Oh, verdammte Kacke. Muss ich das verstehen? Warum ist sie denn weg? Das war jetzt zwar eine leere, aber ja, die ist jetzt einfach verschwunden. Ich habe die rausgepackt und dann ist einfach das Symbol für Jerrycan weg. Scheiß verbuggtes Game, Alter. Aus dem Rucksack rausgepackt, oder was? Nein, aus meinem Inventar auf den Boden gelegt. Und dann ist ja, das weg. Darfst du nicht machen. Du bist auf dem Haus, Mann. Obwohl, das haben wir doch. Das haben wir doch mit den Glasscherben auch so gemacht. Ja. Stimmt. So, wo ist jetzt Refuel? Ich drain, ich will den refuelen. Ich guck einfach mal, wie viel Treibstoff drin ist. Noch nicht mal genug, um ihn zu starten, Alter. Ja, ich glaube, wir brauchen erst die Scheiben, damit der läuft. Komm, lass mal jetzt in den Norden, da zu dem Hafen. Ja, und dann gucken wir einfach mal, ob wir. Oh, ist das abgefuckt? Jetzt haben wir nur noch 3 Jerrycans. Alter. Nicht abfucken. Das ist einfach nur ein scheiß verbuggtes Spiel. Ja, lass uns da oben zu diesem Hafen nochmal laufen. Da ist unnormal viel gespawnt, ne? Scrap Metal und so ein Scheiß. Und ja, dann komm mal hierher an die Ecke von dem Haus. Wo bist denn du? Obwohl, du kannst ja auch auf der. Ich glaube, Brat fahren. Wo wollen wir hin? Wir wollen oben zum Hafen, ne? Cute. Wo? Was ist da los? Ich fahr Fahrrad. Ah, ich seh dich. Nee. Ja, ich hab eine Zigarette dabei. An, weißt du? Das ist halt der Film. Kannst du hier mit drauf? Nee, ne? Ich guck mal. Nee. Kann ich aber reparieren. Mein Fahrrad hat gelben Status, weil er gerade über diesen Stein drüber gefahren ist. Fahr ruhig vor. Kannst dich schon mal umgucken. Überfahr mich nicht, Alter. Voll gefährlich, Junge. Action Man, der größte Hit in deiner Welt. Ich fahr grad Ego-Perspektive, Mann. Na, okay. Und lenke mit der Maus. Guck hier. Jetzt steige ich ab. Ich hab keine Lust mehr. Wo ist denn mein Punkt? Da drüben. Meters. Wo sind die Gegners? Noch 800 Meters. Was ist denn das da vorne? Achso, das ist wieder so ein Elektrokraftwerk. Ja, ja.
Da gibt es nichts zu looten, mein Freund. Hier wird nichts zu suchen. Was willst du da? Hier wird nichts. Hey du Fio, ich mach dich parat. Lo, Finger! Du Aschabrack! Hören's, Jung. Hab ich dir schon erzählt, dass ich 2 Zombies am Arsch hätte? Ich hab 2 Zombies am Arsch. Nein! Nein! Lauf einfach durch den Wald. Sie werden mich kriegen. Wir müssen die Straße hier eh überqueren, die fette. Ja, ja. Bis sie wieder los. Ne, ich lauf ganz außen rum. Einmal gucken, wo die aufhört und dann lauf ich wieder zurück. Was für gefährlich ist das, einfach über die Straße zu laufen? Ja, musst du links und rechts gucken. Vorher. Die haben Zombies hinter mir. Ich kann nicht stehen bleiben. Ja, doch. Also, dann bleib ich stehen und dann machen mich die Zombies platt oder ich laufe weiter oder ich werde überfahren. Ich will lieber überfahren werden als von Zombies aufgeschnetzt. Ja, das Problem ist, wenn du überfahren wirst, wirst du danach noch von Zombies aufgeschnetzt. Weißt du, das eine schließt das andere ja nicht aus. Ja, aber das krieg ich dann nicht mehr mit. Eventuell schon. Wie mir die Gedärme aus dem Bauch gezogen werden. Stell dir mal vor, du wachst auf aus deinem, aus deiner kurzen Ohnmacht. Und dann liegst du da mit deinem Magen neben dir. Und so ein Zombie, der gerade von dir so ein bisschen was nascht. Dann grunzt er dich an und dann musst du ihm erstmal sagen, dass man nicht mit vollem Mund spricht. Ja. So, komm hier. Ich freue mich schon drauf, nie wieder zu Fuß laufen zu müssen, wenn wir den scheiß Little Bird haben. Hier in dieser Military Area waren wir auch drin, ne? Da gibt's nichts zu holen, oder? Mhm. Boah, tschüss, sind da viele Zombies. Alter. Ja, die spawnen da. Junge! Weil ich da lang gelaufen bin. Ja, und ich habe ein paar angelockt. Ich muss mich hier ein bisschen verdünnelisieren. Okay, ich bin da. Du läufst da vorne, ne? Ich bin jetzt schon in der ersten Lagerhalle. Na, hinter dir war aber ein Zombie, ne? Mhm. Oh, der ist stehen geblieben, schon gut. Ich laufe durch diese. Hier sind irgendwie 2 Stück drin. 2 Zombies? Mhm. Ja, da drin sind die ja zum Glück langsam. Aber ich hab auch der erste gesehen. Junge, hier sind 3 Stück und ich kann mich einfach nicht bandagieren, weil die einfach. Hat er dich geschlagen? Mhm. Na, fuck. Dann musst du schnell in irgendeine Ecke laufen. Oh, hier ist ein roter Part, mein Roter. Jawoll. Ich muss es irgendwie schaffen, den aufzunehmen. Ich hoffe, der braucht nicht so viel Platz. Ich blute und dieser scheiß Zombie verfolgt mich die ganze Zeit, Mann. Hinter mir ist auch ein Zombie. Also hier ist auf jeden Fall Main Rotor Part. Hast du noch Platz bei dem Inventar? Ne, ich muss erstmal mich verbandagieren. Das ist die Frage. Ich könnte, glaube ich, gleich mal ein Bloodpack gebrauchen. Bloodpack? Mhm. Okay, schieß jetzt. Ich auch. Oh nein, wird er geschossen. Was du das? Scheiße, wer war das? Ich gehe mal hier aus dem Buggy-Haus raus, um mal mein Inventar zu sortieren, damit ich diesen scheiß Main-Rotor Gedöns da nehmen kann. So. Vier von 10. 4 Plätze frei. 1 von 10 und dann die Bohnen noch rein.